So, und hier geht's auch gleich weiter mit Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir sind hier immer noch auf Island 7. Das Team ist ziemlich angeschlagen. Mal schauen, ob wir in der Hütte vielleicht uns heilen können. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Tanze, tanze, Schanera, tanze. Mach auch mit. Tanze, tanze. Ja, tanzen wir mal mit. Rot tanzt den Schanera-Tanz. Jawohl. Heilung. Jetzt geht es dir gut. Hast du ein Glück. Hier liegt doch ein Lucky Punch, ne? Ja. Lucky Punch erhöht die kritische Trefferchance von einem Schanera, wenn es getragen wird. Mir wurde die bestmögliche Erziehung zuteil, damit ich so stark werde. Ich möchte gegen niemanden verlieren. Tja, dann hättest du nicht gegen mich kämpfen dürfen. Rastrainer Michelle. Mit einem Snobby-Cut. Nachdem wir ja jetzt wieder Attackenpunkte en masse haben, können wir ja wieder schön Erdbeben spammen. Ein Yugong. Ja, bleiben wir drin. Machen wir auch ein Erdbeben. Steinhagel wäre zwar hier auch sehr effektiv und wird dementsprechend genauso viel Schaden machen, aber... Steinhagel könnte daneben gehen. Aber er macht einen Volltreffer mit Eissturm. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Wieso? Wieso macht ihr immer Volltreffer? Und wieso benutzt ihr nicht jedes Mal denselben Scheiß mit der ganzen Top-Genesung? Bringt euch doch eh nichts, außer dass er mir die Attackenpunkte ausdollt. Und wieso mache ich Volltreffer an den Momenten, in denen ich sie nicht wirklich brauche? Girafarig. Vielender. So, da mal Level 56 für Mike. Ein Galoppa kommt. Das machen wir dann mal mit der Aerodactyl. Und der Antikraft. Das ist sehr effektiv. Vulnona, das können wir doch auch gleich hinterher machen. Vulnona ist so ein schönes Pokémon. Habe ich ja auch eins. Also eigentlich sogar zwei. Mittlerweile. Und jetzt kommt natürlich die Statuswerterhöhung, jetzt wo der Kampf vorbei ist. Das ist immer wieder typisch. So. Moment, hier haben wir noch eine Beere, eine Amrena-Beere. Die kann man doch immer brauchen. So, dann tanzen wir nochmal Schanera-Tanz. Wenn das immer so einfach wäre. Einfach einen Schanera-Tanz tanzen, dann sind alle Pokémon geheilt. Wenn das überall gehen würde, nicht nur bei dem Typen da. So, dies
dieses Wasser, da kann man jetzt, glaube ich, wieder surfen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber erst stellen wir Mike wieder hinten an. Ich muss mal ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen. Die Tanibo-Ruinen. Die Tanibo-Kammer. Dann surfen wir erstmal nach Westen. Und einmal Superschutz. Fangen wir mal ganz im Westen an und schauen, was uns dort erwartet. Anscheinend gar nichts, wie das aussieht. Ich glaube, hier sind nur die Inkognitos fangbar. Kann das sein? Gibt's ja auch gar keine Trainer. Nochmal neuen Schutz nachwerfen. Die hier schauen aus, als wären sie Trainer. Ja, sind sie auch. Heute hat er mir im Anschluss an die Unterrichtsstunde die Kammer gezeigt. Wer? Indiana Jones oder was? Gentleman Tom. Mit einem Knugger. Ja, dann machen wir doch mal einen Flügelschlag. Einmal mal schauen, wie viel er abzieht. Die Hälfte. Okay. Weißt du was, ich hab keinen Bock auf dich. Friss meinen Hyperstrahl. Jetzt muss ich aber auswechseln. Und ja gut. Dann sehen wir das erste Mal Don Marcy in Action. Und zwar als Dragoran. Ja, für einen Flügelschlag war das jetzt eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Oh, wie außergewöhnlich. Tom bringt mir das Malen bei. Eine Herausforderung von Malerin Edith. Mit einem Farbigel. Was denn auch sonst? Das Farbigel kann Turbo-Tempo. Ja gut, Farbigel kann eh jede Attacke lernen, also ist das gar nicht so verwunderlich. Und wenn ich sage jede Attacke, dann meine ich übrigens ja auch jede Attacke. Farbigel kann jede einzelne Attacke lernen. Hier die Dreieckekammer. Ich glaube, die ist das gleiche wie die vorhin mit der 7, ne? Ich glaube, hier finden wir nichts in diesen Kammern. Außer vielleicht die Kognitos, wenn wir den Schutz auslaufen lassen. So, was hast du denn? Man sagt, dass hier ein mystisches Pokémon schlafen soll. Sagt man das? Ruinenmaniac Egidius mit einem Kleinstein. Das gefällt mir jetzt aber nicht, dass du einen Kleinstein hast. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann lassen wir doch lieber mal Adrian ran. Ja.
Adrian mit seinen 230 KP hat den Walzer fast komplett mit den Überresten weggeheilt. Der Volltreffer war unnötig. Georock. Da braucht man nicht wechseln. Dann macht man nochmal eine Kaskade. Noch ein Georock. Mit noch einer Kaskade. Bei Surfer und Hydropumpe sind für die richtig harten Brocken reserviert. Ich bin nicht gut beim Kämpfen, ja, das merke ich. Ich habe gehört, dass es noch andere Ruinen wie diese geben soll. Vielleicht sind sie Ruhestätten anderer mystischer Pokémon. Na dann schauen wir doch mal die Einamon-Kammer. Die ist genauso unspektakulär wie die anderen. Naja, dann hauen wir hier halt ab. Aerodactyl, flieg mich doch bitte mal nach Island 7. Wir machen jetzt bei Island 6 weiter. So, Schutz wirkt nicht mehr, ist mir aber auch egal. Auf nach Island 6. Geben wir nochmal schnell ins Pokémon-Center. Ach, wer ist denn da schon wieder? Hey, Rot, wie ist es denn bei einem Pokédex bestellt? Es scheint unmöglich sein, alle Pokémon zu finden, wenn man sich nur hier aufhält. Vielleicht gibt es irgendwo Pokémon, über die wir nichts wissen. Nun, wenn ich das nicht erledigen kann, musst du das übernehmen. Ich werde daran nicht verzweifeln. Ich sammle Pokémon in meinem Tempo, während ich sie trainiere. Das mache ich. Also macht es für mich keinen Sinn, hier zu bleiben. Ich gehe nach Hause. Das war's. Bis demnächst. Smell you later. Ja, so ist er halt. Unser guter Grün. Ach ja, eine Sache habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wenn ich hier schon mal dabei bin. Nämlich die ganzen Boxen von Pokémon, die ich hier gefangen habe. Ich habe einfach ziemlich alles gefangen, was mir über den Weg gelaufen ist. Unter anderem auch den Kollegen hier. Da mein werter ehemaliger Kollege auch die anderen zwei ja kaputt machen musste, habe ich mir überlegt, den letzten fange ich dann lieber mal. Ein kleines Arktos. Ich finde es schön. Kommt aber nicht ins Team. Haben eh schon genug Flug-Pokémon hier. Außerdem ist Arktos eins der wenigen legendären Pokémon, die im Never Used sind. So. Dann was haben wir denn hier? Ich trainiere heimlich, damit mich niemand sieht. Eine Rassung von Jongleur Wendelin. Voltoball. Los, Aerodactyl. Gib ihm eine Antikkraft. Ein Voltoball kommt noch in den Kampf. Ja. Mach ruhig. Mir wäre es aber lieber, wenn du irgendwelche Pokémon in den Kampf schicken würdest, die ich auch mit Flügelschlag halbwegs effektiv treffen könnte. Und vor allem mal Pokémon einsetzt, die auch EP geben. Na ja gut, das Elektroball hier, das lasse ich mir mal eingehen. Du kriegst dann einen Hyperstrahl.
Level 56. Ein Pantimos kommt in den Kampf. Ja, da wechseln wir doch mal. Los, Don Marcy. Da Pantimos hier auch noch keine Fee ist, können wir das Ganze jetzt schön kaputt hauen. Mit einem Risikotackle. Niemand hat gesehen, wie ich verloren habe, oder? Doch, ich hab's gesehen. Und das Internet, weil die Folge lade ich ja hier auch auf YouTube hoch. Das heißt, prinzipiell kann jetzt die ganze Welt sehen. Pech gehabt. Mein Freund ist stets sehr beschäftigt, daher schwimme ich alleine. Herausforderung von Schwimmerin Denise. Ein Lampi. Wie süß. Ja, jetzt wenn ich nur eine effektive Attacke dagegen hätte, muss halt der Risikotackle ran und das tut jetzt weh, weil ein Lampi ganz schön viel KP hat. Ein Landturn kommt auch noch. Das will ich gar nicht mehr machen. Das normale Lampi hat als versteckte Fähigkeit den H2O-Absorber und sonst den Volt-Absorber. Verdammt, ich habe echt fast gar nichts gegen Lampi und Landturnen. Ich habe keine Pflanzenattacken. Aber ich habe Bodenattacken. Und die tun's ja auch. Ich wusste, das würde passieren. Ja, ich glaube, ich setze besser mal einen Superschutz ein. Man weiß ja nie. Wie du behauptest, du hättest genug von Schwimmern wie mir. Ach, sei nicht so abweisend. Schwimmer Samir. Einem Garados. Da kämpft Don Marcy jetzt direkt gegen sein Lieblings-Pokémon. Ironie. Ein Dragon Dancer. Naja gut. Ist nicht allzu gefährlich. Garados hat keine Step-Attacken, die auf seinen Angriff basieren. Da ist er eh schon schneller und dann boostet er sich weiter. Das Einzige, was mir jetzt wirklich gefährlich werden kann, ist sowas wie ein Hyperstrahl. Aber nein, er boostet nochmal und boostet sich damit in den Tod. So. Oh nein. Oh doch, sage ich da nur. Hallo Pokémon, Zeit zum Kämpfen. Da haben wir jetzt eh wieder einen Doppelkampf, wenn ich das richtig sehe. Zwillinge Lea und Mia mit zwei Pikachus. Da kriegt der eine einen Flammenwurf und allgemein beide einen Surfer. Es setzt Agilität ein, alles klar. Das war ein Fehler. Hättest lieber einen ordentlichen Donnerblitz auf meinen Adrian gemacht, da hättest mehr erreicht.
Du bist fies, ein schlechter Gewinner. So, was hast du? Ich bin genau 1,96 Meter groß. Ich weiß das so genau, weil mich mein Nachbar gemessen hat. Und wieso erzählst du mir das jetzt? Aber das heißt ja auch, dass ich größer bin als der Kerl. Skara, Skara, Skaraborn, unter Käfern hochwohl geboren. Fühle seinen royalen Zorn, Skara, Skara, Skaraborn. Ja, ich mag Skaraborn auch. Ich wurde von einer angenehmen Brise hierher gebracht. Herausforderung von Aroma Lady Rosemary. Mit einem Sonnenkern. Ja, du kriegst jetzt erstmal einen Flammenwurf. Hätte ich aber auch mit dem Flügelschlag machen können. Ist egal, Sonnenkern geht sowieso bei allem sofort drauf. Statuswerte technisch das schwächste Pokémon, das es gibt. Hab mit allen Stats einen Basiswert von 30. Und eine Gesamtsumme folglich von 180. Das ist sogar schwächer als Karpador oder ein Raupi. Karpador hat nämlich wenigstens eine Int-Basis von 80 und kommt damit schön noch auf seine 200. Hier ist wieder eine Beere, eine Sinelbeere. So, da hinten habe ich gerade noch ein Item gesehen. Ein Elixier. So. Waren hier noch irgendwo Bären oder sowas? Sieht nicht so aus. Der Schutz wirkt nicht mehr. Die hier haben wir schon. Der grüne Pfad. Musterbuschwald. Was für ein Name. Na gut, dann kämpfen wir uns hier halt auch mal durch. Oh, ich sehe gerade, ich bin schon wieder bei 22 Minuten. Der Kampf noch und dann geht's wieder mit dem Ende der Folge. Ich wette, du denkst, ich sei irgend so ein Kerl, oder? Jupp. Herausforderung von Teenager Zeno. Mit einem Porenta. Dann machen wir doch mal einen Flügelschlag. Und noch ein Porenta, da bleiben wir doch drin. Wieder ein bisschen Heilung. Und ein Flügelschlag. Ich wette, du denkst, ich sei schwach, oder? So, an dieser Stelle beende ich diesen Part dann mal wieder. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut!